Ja, liebe Freunde und Damen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich habe diesmal die Soundeinstellungen ein bisschen geändert, so dass meine Stimme jetzt immer lauter ist als das Spiel, weil sonst hört man die nicht mehr so gut während Kämpfen. Karibische See 1778 erscheinen. Anscheinend ist es jetzt wieder eine maritime Mission mit Haytham zusammen diesmal. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir jetzt mit ihm zusammenarbeiten. Okay, Limit für Schäden durch die Umgebung haben wir eine optionale Mission. Jetzt sollen wir den Church finden. Während der hier frech zu uns ist. Er meint, wir hätten hier alles falsch gemacht, aber ich glaube, das stimmt so gar nicht. Was stimmt da? Ein Stein oder was war das? Habe ich jetzt nicht erkennen können. Vielleicht etwas Fracht auch. Ja, genau, das sieht aus wie Fracht. Da sind wir einmal. Ja, das stimmt. Vielleicht müssen wir die Segel reffen, um besser zu manövrieren zu können. Tja, das frage ich mich auch. So, und jetzt hier ist das Gebiet, kann man auf der Karte erkennen, wo wir nach dem Church suchen sollen. Da hinten sehen wir auch schon ein Schiff. Näher an die The Wacom herankommen. Das sieht sehr nach der Wacom aus. Da will ich jetzt natürlich nicht drauf schießen. Ja. Oh Mist. Sie sind auf einem kleinen Bötchen, sind sie geflohen. Den müssen wir jetzt verfolgen, dürfen wir nicht zerstören, leider. Wegen der Fracht, die an Bord sein könnte, glaube ich. Nehme ich zumindest mal an. Oh, und jetzt feuert er. Oder auch nicht. Vielleicht sind wir zu weit weg, hat er jetzt auch erkannt. Oh, jetzt hat er gerade doch was gefeuert. Limit für Abstand zum Schoner. Oh Gott, da müssen wir uns beeilen. Danke, dass du mich weg von den Klippen treibst. Wo Wind kommt aus den Klippen raus, ist auch sehr interessant. Naja, okay, dann mal weiter hier. Auf hoher See. Oh, jetzt wurden wir doch noch getroffen. Ach, halt die Klappe, Haytham. Ich muss mich gerade konzentrieren. Das hier ist nicht so leicht. Oh Gott, jetzt wieder Kreuzwinde. Nicht gegen die Klippen. Komm schon, gib alles. Aua. Finde ich nicht fair, dass die schießen dürfen, aber wir nicht. Stimmt doch gar nicht. Wir verringern unseren Abstand. Meistens zumindest. Ja, jetzt zum Beispiel. So, komm schon, gib alles. Halbes Segel. Meinte ich natürlich. Ja, ich beeil mich doch. Okay, aber der Abstand wird schon geringer. Es sind nur noch 300 Meter fast. Und am Anfang waren es ja fast 500. Oh, jetzt. Leider nicht. Komm schon, gib alles, Connor. Akia. Enttäusch mich nicht. Okay, da unten auf der Karte kann man es erkennen, was jetzt... was er jetzt meinte, der Captain Faulkner oder wie er heißt. So, und da hinten. Da hinten ist er. So, jetzt mal bitte die Kamera drehen. Ich kann gerade nichts machen.
Aua. Oh. Oha. Okay, das sieht nach Angriff aus. Okay, das ist schlecht. So, jetzt kann ich die Kamera auch wieder bewegen. Komm schon. Mist, jetzt muss ich feuern. Zack, das erste Schiff wäre down. Das da hinten darf nicht sinken, meint er gerade. Mist, ich treffe nicht. Es ist auch sehr schwierig mit diesem... Mist. Oh, da sind noch mehr. Jawohl, eins hätten wir. Das darf hier nicht sinken. Dem schneiden wir mal gerade den Weg ab. Ja, das hat nicht geklappt. Lieber nur halbes Segel, damit wir hier schneller wenden können, denn der Church darf jetzt nicht entkommen. Oh Mann, ich treffe aber auch nicht. Jawohl, so, jetzt hätte ich einmal getroffen. So, und jetzt eine schöne Breitseite. Okay. RB halten, um auf Kriegsgeschosse zu wechseln. Okay, die sind auch nach rechts umgelegt. So, und jetzt einmal Feuer. Okay, mal kurz anhalten, um zu drehen. Und jetzt... Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Und jetzt. Ah, der ging vorbei. Wo will er hin? Da ist doch der Ausgang. Den haben wir ihm eigentlich versperrt. Okay, dann müssen wir jetzt mal mit voller Fahrt auf ihn zufahren. Der Wind ist eher ungünstig für uns gerade. Oh, das ist schlecht. Dann einmal schnell runter. Aua. Okay, und jetzt halbes Segel und drehen. Komm schon, zielen. Und Feuer. Jawohl. So muss das sein. Jetzt müssen wir an Bord des Kriegsschiffes gehen. Das war heftig. Wow, das sieht toll aus. Huch, was war das? Hat er uns auf Seite geschubst? Unser schönes Schiff, hallo? Was machst du denn? Und jetzt springt darüber. Na super, okay, da müssen wir hinterher. Okay. Wow. Okay, dann müssen wir jetzt ihn eliminieren hier. Und zack. Einmal die Kehle durchgeschnitzt. Was machst du denn da mit meinem Freund? Sag mal. Ich bin der Captain hier und ich werde meine Männer verteidigen. Oh Mann. Oh, das geht aber schnell. Und dort ist er auch schon. Jawohl, und jetzt, wo lang? Aua. Fast hätte er mich gekriegt. So, hier hoch? Aua, nein. Ah. Der hatte einen Stein-Tomahawk. Tomahawks dürfen nur wir benutzen. So nicht, mein Freund. So, jetzt mal hier hoch gerade. Na, willst du da nicht hochklettern oder was? Mein Guter. Dann eben hier lang. Und dort hinten. Die Schlacht tobt. Okay, der ist stärker. Dann mal einen schönen Schuss. Zack. Oh. Das habe ich jetzt übersehen. Church, wo bist du?
Sequenz 9. Ein bitteres Ende. Ruhe in Frieden, Benjamin Church. Mission beendet. Und damit würde ich sagen, war's das von dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 9 beendet. Ja, und das war's dann auch wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal endlich wieder eine maritime Mission. Und wir haben ein weiterer unserer Ziele ausgeschaltet, nämlich den Benjamin Church, der ja zuerst auch mit unserem Vater zusammen kooperiert hat, jetzt allerdings auch nicht mehr, wie sich herausgestellt hat. Was meint ihr denn dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Die Zeit der Entscheidung ist gekommen, ob Amerikaner bestimmt sind, freie Männer oder Sklaven zu sein. Unser unerbittlicher Feind lässt uns nur die Wahl, uns tapfer zu widersetzen oder uns jämmerlich zu unterwerfen. Heute entscheiden wir uns für die Freiheit oder den Tod.